Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Vielen lieben Dank fürs Einschalten bei eurem Seth. Willkommen zurück zu Soma. Ja, wir haben ja hier bei der letzten Folge uns zu eurem Vergnügen hoffentlich ein bisschen einkacken dürfen. Ich und der liebe Frank. Du beschützt mich bitte, ja. Denn diverse Hässlichkeiten sind wieder am Start und wollen unser Gesicht verspeisen. Oder ich weiß auch gar nicht, was ich denen hier eigentlich alles getan habe. Ja, der Plan, das Dunbar zu nehmen, ist ja gescheitert. Ne? Hat ja nicht so richtig gut funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt nach Omikron, weil da ist ein Fahrstuhl. Ne? Hätten wir ja auch nicht eher sagen können, oder? Ist ja auch keine angenehmere Art zu reisen, als das ein komisches Ding zu nehmen. Gespeichert, nachdem wir hier die Begegnung der dritten Art hatten und... Oh, Alter, ich wollte gerade sagen, es ist erstaunlich ruhig geworden, aber ihr traut dem Frieden genauso wenig wie ich, schätze ich mal. Ja, wir müssen, wie gesagt, nach Omikron für den Fahrstuhl. Aber wir müssen erstmal einen Weg rausfinden aus Täter. Ich hatte da so eine zerbrochene Scheibe gefunden. Frank, du musst mir mal eben kurz helfen. Können wir das... oh Gott, Frank, ja, komm mit rein. Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott, verdammte Axt. Oh mein Gott, also ist das widerlich. Oh mein Gott. Okay, Freunde, er ist da. Oh Gott, du kannst nicht hier rein, oder? Das kannst du nicht. Ich hab ein bisschen Angst, merkt man mir das an? Oh Gott, kann er durch die Tür? Nein, die ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Also, nee, oder? Das machst du nicht. Du kommst hier auch nicht durch irgendwelche durch irgendwelche Lüftungsschächte, oder? Alter, du siehst aber auch... Können wir den... Der kommt hier echt nicht rein, oder? Boah, ey. Du siehst aber auch aus, als wärst du als Kind nicht richtig geliebt worden, mein Freund, oder? Komm mal her hier. Pfui Deidel. Du Trottel. Alter. Du siehst mich nicht. Das Problem ist nur, dass ich da wieder raus muss. Also. Nee, ich muss ja eigentlich auch nicht raus. Ich habe ja keine sonderlich eklatanten körperlichen Bedürfnisse eigentlich so als Roboter. Okay, du lässt mich in Ruhe hier mein Kram machen, was auch immer das sein wird. Hier sind schon wieder diverse Computer am Start, die ich mal nutzen werde. Oh, wen haben wir denn hier? Mr. One! Ich hätte es ja denken können. Ich habe dich in der letzten Folge simuliert. Nee, in der vorletzten. Ich weiß gar nicht mehr. War mir ein Vergnügen auf jeden Fall. Ich brauche das unbedingt. Warum? Warum musste ich das tun? Das war dezent widerlich. Ja, hört sich so an, als würde da jemand mal eine Aromatherapie brauchen. Ne? Für Groß, Klein, für Mama, Papa und diverse Mutanten. Aber ich glaube, da ist jede Hoffnung zu spät. Also ich verstehe. Ich kann das ja nachvollziehen, was hier passiert. Aber. Also so rein von Science-Fiction her und so. Aber was ist das bitte? Was soll das darstellen? Was stimmt mit dir nicht? Was ist mit dir passiert? Und wo kommst du überhaupt her? Okay, Freunde, wir haben, was auch immer, irgendeine Chipkarte. Ich weiß nicht, was bringt uns das hier raus? Es scheint irgendwie ein zentrales Element zu sein. Kann nicht genau sagen, warum. So, wie kommt... Okay, wir müssen mal warten, bis der hier wieder seine Patrouille schlägt und da hinten am Fenster zu sehen ist. Dann schnapp ich mir Frank. Apropos, wo ist Frank? Los. So, du kommst bitte mit. Du bist von größter Wichtigkeit für mich und meine Mission. Okay. Nein! Was machst du? Hoch mit dir! Ach, komm schon! Nein, Frank! Okay. Ich will nicht weiter stören. Alter, was ist denn hier? Oh Gott! Oh fuck! Nee. Nein, du weißt überhaupt nicht, wo ich bin, oder? Alter, der hat mich gehört. Es reagiert auf Geräusche. Wieso ist... Alter, was ist denn los? Was ist denn Phase, Alter? Lass mich in Ruhe. Oh, was ist eigentlich mit euch hier los, Alter? Ich will da gar nicht so... So dicht dran, Alter. Ey, ich hab jetzt mega Schiss. Oh Gott, nein. Das machen wir schön wieder zu, ne? Freund. So, Alter, was gibt's denn los? Was ist denn hier los? Nein! Alter, scheiße. Scheiße, ja. Das hat ja richtig gut funktioniert hier. Alter. Okay, wir haben Blut und wir sind hier wieder wahrscheinlich mächtig am Rumhumpeln, Alter. Es hat uns nicht getötet. Frank, was hast denn du da gemacht? Du hast dich unterm Stuhl versteckt. Du feige Sau, Alter. Ich hab dem Grauen ins Gesicht geblickt und du...
Alter. Alter, es ist unterwegs. Hier in der, nicht kann... Frank! Ich hab hier was... Okay, ignorieren wir das einfach. Das ist ein bisschen awkward. Okay, was haben wir denn hier? Terry Akers, Alter 66, Geschlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Ja, das läuft da draußen rum. Und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Ah, oh, das mache ich auch jeden Tag. Ich weiß nicht, was daran schlimm sein sollte. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Alter, hör auf rumzustöhnen. Lies mich über Harts absurde Geschichte über die Geschehnisse bei Lambda nachdenken. Ich ignoriere das jetzt einfach. Könnte es tatsächlich sein, dass die Bau irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des menschlich... Hä? Was? Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Wer ist Hart, Alter? Ich bin Hart. Der lange Weg hat nur zur Prellung und zur Kühlung geführt. Bla. Wie gewöhnlich ist Chan still und stark bemüht, also Catherine. Alter, apropos Catherine! Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte hier sein. Sie möchte nicht hier sein. Strohmeier aber steht aus einer weiteren Evaluierung. Chan ist nicht störrisch oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermieden werden kann. Sie hat generell Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren. Oh, mit mir jetzt nicht so. Alter, es ist wieder unterwegs. Catherine Chan hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, bla 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 bla. Es wird ihr gleich wieder ungemütlich. Konrad ist tot. Nachdem die Arche im Neuroscan kochte, ist sein Gehirn bla. Konrad. Was soll denn das, Alter? Du bist ein Arschloch. Aber richtiges. Haha, das Spiel können wir jetzt endlos so weitermachen, mein Freund. Nein. Ach komm. Es langweilt mich. Was ist mit dir los? Lass mich weg, lass mich weg. Alter Frank, mach doch mal was. Du kannst dich auch mal bemühen hier. Ich bin ja nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habe ich denn eigentlich für Glück? Was ist denn das für ein miserables Monster, das ihr mir hier hinstellt? Ich verstehe das nicht. Ach komm. Ja, jetzt bin ich tot. Ich bin immer noch nicht tot, Alter. Ich würde sagen, ich bin nicht im besten Zustand. Oh mein Gott, Alter. Alter, ich bin völlig fertig. Okay, so richtig angsterfüllend ist das jetzt... Ist es ja hier gerade nicht. Okay, ich lasse mal Frank da sein, wo er jetzt ist. Wir wissen ja ungefähr, wo er sich befindet. Den sack ich nachher wieder ein. Der nützt mir ja gerade nicht. Oh. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, okay, okay. Irgendwas passiert am Computer. Verbindungschip erkannt. Lade Verbindungschip. Türverriegelung außer Kraft setzen. Boah, das hört sich doch gut an. Chan, Serang, Pendleton, Omega. Oh, verschlossen. Systemfehler. Schlosssperre aktiv. Verbleibende Ressourcen 0. Muss ich jetzt was anderes zumachen? Arztbüro. Wo ist denn Frank? Der ist hier, glaube ich. Konferenzraum, oder? Ich weiß es eigentlich nicht. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Sicherheit, medizinisches Labor. Arztbüro, N. Masters oder so würde ich gerne auch heißen irgendwie. Okay, ich verschließe das mal, um das zu öffnen. Oder waren... Warte mal. Waren wir da nicht? Haben wir da das Dings nicht rausgeholt? Aber das war doch so ein großer Raum an der Ecke. Okay, ich weiß es gerade nicht. Verbindungschip aktualisieren. War das der Chip, den wir gerade... Aktualisiere Sicherheitscode. Oh, Chip einsatzbereit. Oh, Freunde, wir scheinen alles richtig zu machen. Wir haben den Chip gefunden, jetzt haben wir den da irgendwie, was weiß ich nicht, zurückgesetzt oder Sicherheitsmeldungen. Alarm, Zentrale, Alarm, bla bla bla. Riesiges Strukturgeleck hat mich dazu geführt, die Baukontrolle des Dumbbett übernommen hat. Zwang, Quarantäne, Vermeidung, Situationsverschlimmerung, noch eine entsprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Okay, ich nehme das Ding mal wieder mit. Ich habe hier keine Zeit, diesen ganzen Scheiß zu lesen. Checklist. Survive the Ark Project. Ah, das ist ja richtig nützlich. Akers ist nicht alleine. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegeln. Alter, ist das Akers? Ist das Vieh Akers, Alter? Ist das, was aus ihm geworden ist? Oh, ich gehe ja keinen Millimeter ohne Frank, aber das könnt ihr wissen. Wir haben alle Frank lieb. Das haben wir beim letzten Mal gesagt. Was ist denn hier los? Costa, Lansky, die sind alle weggekreuzt. Was? Chan, Catherine Chan ist auch abgekreuzt. Heißt es, die sind gestorben? Oh mein Gott, das war das Personal von Theta. Oh fuck, oh fuck. Okay, was haben wir hier? Gib mir die Erinnerung, Mann. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. Ja, das ist euch richtig gut gelungen, die Dinger zu bekämpfen.
Oh nein. Das hat er nicht überlebt. Ich weiß, wie diese Geschichte ausgeht. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Okay. Okay, wir müssen da jetzt wieder raus. Wir müssen vor allem die Position finden, wo wir diesen Chip einsetzen. Alter, ich lasse jetzt mal das Licht aus. Vor allem, ich humple. Ich muss irgendwo so ein Loch finden, wo ich meine Hand reinstecken kann. Irgendwie ein Heilungsloch. Oh, das ist ja richtig gemütlich hier. Alles klar. Was zum... Das sieht alles nicht so richtig gesund aus, was ihr hier macht. Okay, Freunde. Warum ist es hier dunkel? Alter, warum? Warum passiert sowas? Wer hat das Licht ausgemacht, Alter? Okay, was haben wir denn hier? Was? Oh. Exzessiver Durchfall. Alter, das war Akers Liege. Das ist tatsächlich das Vieh, was da draußen rumläuft, oder? Oh mein Gott. Was hat er denn gemacht? Als ärztliche Fachkraft würde ich sagen, leichter Husten. Strukturgel. Was zum Teufel? Okay, das Vieh hat keine Augen, aber es hat gute Ohren, wie wir gesehen haben. Boah, Alter. Okay. Transformativ. Okay. Das Typ ist also ein wandelnder Tumor. Ich verstehe. Was ich nicht verstehe, warum haben die hier so ein Zeug? Diese Strukturgel lässt also menschliches Gewebe irgendwie wachsen oder sich verändern. Warum haben die das? Was nützt? Was ist das? Was macht denn das? Oh nein, ich weiß es. Die Wow hat sich das vorgeknöpft, oder? Und macht da jetzt kleine Monster. Frank, wir müssen gehen. Komm her, Freundchen. Wir müssen hier irgendeinen Schlitz finden. Oh ja, richtig guter Joke, Seth. Alter, wo ist denn das Vieh hin? Wo ist das verdammte Vieh, Alter? Ich muss vor allem ein Heilungsloch finden. Ich weiß nicht, was los ist, Alter. Oh Gott, was ist das? Ich mach mal zu, Alter. Ich will diesen Film ungeschluckt genießen. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Was macht ihr denn hier für komische Experimente? Sagt mal, ihr könnt doch mal nicht so tun, als wäre das hier alles irgendwie Zufall und nicht gewollt, oder? Okay, so richtig viel Informationen dazu gibt es hier gerade auch nicht. Okay, oh, ich darf die so laut machen, vor allem, merke ich gerade. Ich voll Idiot, Alter, ich voll Idiot. Okay, wer das Ding und nochmal erwischt, dann sind wir tot. So viel steht ja mal fest. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn der richtige Weg? Okay. Alter, es ist scheiß... Alter, es ist scheiß dunkel. Es ist verdammt nochmal dunkel. Frank? Okay. Hier sind wir... Doch, hier sind wir durchgelaufen. Hä? Ist da eine Wand dazwischen? Oder bin ich einfach blind? Nee, ist eine Wand. Okay. Freunde, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich bin mega nervös, ey. Ich bin absolut nervös. Okay, hier liegt der Typ. Hier sind wir reingekommen. Das ist immer noch zu. Wahrscheinlich hätten wir das aufsperren können. Wahrscheinlich war es so. Okay. Haben wir denn hier was? Nee, haben wir nicht. Da können wir nichts machen. Da ist auch kein Dings für eine Tür. Okay. Irgendwo anders müssen wir hin. Da kamen wir her. Sollten vielleicht echt nicht so laut. Da! Okay, das sieht gut aus. Rein damit! Jetzt halt das doch nicht so lange! Okay.
Okay, und jetzt? Was ist das? Ja? Warum? Warum muss ich das tun? Okay, okay, jetzt. Nein, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Oh Gott. Oh Gott, das Vieh ist hier. Ich hab jetzt kein Heilungsloch gefunden. Sorry, Freunde, für das Gehumpel, aber ich bin jetzt erstmal froh, hier wieder raus. Raus zu sein, Alter. Mach das aus. Alter, fuck. Das überlebe ich doch nicht. Muss hier rein. Nein, ich kann da nicht rein. Warum passe ich da nicht durch, Alter? Bin ich wirklich so fett? Oh Gott. Auf. Oh Gott, weiß ich nicht. Transport, fick dich, Alter. Okay, Frank, du bist am Start, oder? Nice. Wir haben es geschafft, Alter. Steht der Typ jetzt da? Okay, da geht's wieder raus. Okay, ich dachte gerade. Nein! Frank! Nein! Mein Buddha, also! Was? Das ist nicht wahr. Du bist doch hier, oder? Du bist da. Oh Gott! Aber richtig gut gemacht. Es ist richtig gut gegangen, hat das geklappt, Alter. Ach du Scheiße. Ach komm, das war doch. Das sollte ich doch tun, oder? Das sollte ich doch tun. Lüg mich nicht voll. Frank, du liegst hier irgendwo rum. Nein, wir werden dich schon wieder finden. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Du bist nur vorgegangen, oder? Bitte, du bist nur vorgegangen. Frank, nein! Oh mein Gott. Okay, Freunde, wir werden ihn wiederfinden. Ich hoffe es einfach. Wir werden ihn wiederfinden. Okay, mir geht's nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. Oh, nice. Sehr gut. Ich bezweifle auch, dass wir Frank mitnehmen können auf einer Treppe. Wahrscheinlich hätten wir ihn eh zurücklassen müssen und da wäre der Schmerz noch wesentlich größer gewesen. Okay, wir stehen das durch. Wir sind wahre Mannesgestalten. Und dann? Oh, krass. Ach so, wir können... Ja, der Transportweg scheint blockiert. Richtig gute Voraussetzung mal wieder. Okay, Freunde. Ich bin bei diesem Spiel echt nicht vom Glück gesegnet, oder? Okay, können wir hier irgendwas noch machen? Können wir überall rumlaufen? Das ist doch hier nicht sinnlos, oder? Doch, das ist sinnlos. Einfach mal ein sinnloser Raum. Eine sinnlose U-Bahn. Okay, Freunde, es sieht auf jeden Fall so aus, hätte sich das Struktur hier verselbstständigt. Was ich nicht verstehe, die WAO ist ja eigentlich dafür da, die Menschheit zu schützen, oder? Diese künstliche Intelligenz, die ist ja eigentlich dafür da, dass wir das Erbe der Menschheit sozusagen beschützen. Warum greift die mich an? Warum greift mich hier irgendwie alles an? Ich meine, gut, der Mutant gehört wahrscheinlich nicht dazu. Oder vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Okay, gehen wir mal hier lang. Ja. Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Was zum... oh Gott, mach das zu! Mach das, das gibt's doch gar nicht! Was ist das für eine Arschloch-Scheiße? Oh Gott! Alter, das ist richtig hässlich, Alter! What the fuck? Was zum Teufel? Okay, Freunde, ich stelle absolut keine Fragen mehr, weil das ist doch gewollt, oder? Wo sollte ich denn hin? Wo sollte ich hin, ey? Okay, weiß ich nicht. Okay, wir können das, glaube ich, nochmal versuchen jetzt gerade. Wenn es nicht ewig laden würde. Was? Don't move. It's okay. Wir sind zu Hause. Was? It's over now. Alles nur ein Traum, ne? Relax. Ashley. Who the fuck is Ashley, Alter? Like couples do. Es ist nicht vorbei, oder? You don't want me? Yes, of course you do. What happened? We fell in love. Alter,
Also, okay, also Terry Akers, ich weiß nicht, was mit dir Phase ist, aber du hast mich jetzt schon dreimal hier erwischt und mich noch nicht zermatscht. Oh Gott, wie lange liege ich denn hier schon? Was zum verfluchten Teufel, ey. Okay, das Dings wollte mich gerade integrieren, auf jeden Fall, aber ich bin nicht so richtig dafür. Haha. Ich weiß, wofür dieses Loch bestimmt ist. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt hier wieder? Bin ich dort hergekommen? Wo ist Frank? Wo ist überhaupt was? Warum? Okay, du hast die Tür zugebracht. Du hast immerhin Manieren. Jetzt kann ich da hinten rein, oder? Wett mal, das muss man jetzt über uns ergehen lassen. Was war denn das gerade für ein komischer Flashback? Sitzen wir eigentlich noch zu Hause oder sitzen wir eigentlich noch auf diesem komischen Stuhl und lassen diesen Gehirntest? Oh, hallo. Alter, ich würde dir so gerne helfen, aber ich glaube, geile Boots. Da ist nicht mehr so viel zu machen. Könnte ich vielleicht deine Schuhe klauen? Ach, ich bin ein Roboter. Ich habe sowieso solche Ansprüche nicht. Ich sollte jetzt erstmal irgendwie so ein Loch finden. Oh, ist ja richtig gemütlich, Alter. Hi! Na, auch noch da? Nein, wir haben wieder Monster, Mama! Oh Gott! Alter! Oh Gott! Okay, weg hier! Ich weiß nicht, ob wir alles richtig machen. Okay. Hier rein? Also hier sieht's alles verdammt... verdammt nach Sackgasse aus. Okay, hier kommen wir zu, hier scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Wo sind wir denn zur Hölle? Na toll, Buch, Alter. Wir werden mich erstmal hinsetzen und lesen. Error. Na, richtig klasse. Okay. Kann man sicherlich auch nicht so richtig gut verstecken, würde ich mal sagen. Ich sehe einen Scheiß. Sorry, Freunde, wenn ihr jetzt gar nichts seht, aber ich sehe genauso wenig. Okay, ich kann wahrscheinlich hier die Taschenlampe wieder anmachen. Was ist das? Es ist einfach mal eine Sackgasse. Ich hab's doch gewusst. Sieht verdammt nach Sackgasse hier überall aus. Sehr schön. Wirklich jetzt? Was ist denn das hier eigentlich? Okay, keine Ahnung. Aber hier können wir auf jeden Fall nicht lang. Sehr gut. Können wir hier irgendwas machen? Können wir da irgendwas einsammeln? Wahrscheinlich nicht. Sollen wir uns nur verstecken? Hier, da ist eine Kamera. Nichts. Nicht wirklich was von Bedeutung? Okay, Alter. Nö. Ist das Terry oder ist es einer seiner Kumpels? Die haben von mehreren Sachen gesprochen. Oh Gott, der kommt. Nee. Das macht man mal. Lass das mal schön bleiben, oder? Fuck. Er hat die Tür aufgemacht. Wo soll ich denn hier hin? Ich kann nicht weg. Ja, richtig gut, Seth. Das hast du aber schön gemacht, Alter. Oh Gott. Nee. Gehst du mal bitte weg? Ich muss hier ein Let's Play aufnehmen. Nee? Soll ich an deiner Stelle... auch nicht machen wahrscheinlich. Du bist genauso hässlich wie dein Kumpel. Ja, geh mal bitte. Ich komm dir... folge dir unauffällig auf jeden Fall. Nein, da ist nichts. Da ist nichts hinter dir. Brauchst dich nicht umdrehen. Hat der auch keine Augen? Kann ich das vielleicht ausprobieren? Oh Gott! Vielleicht sollte ich das nicht machen in Zukunft. Alter, jetzt geh bitte. Geh, verdammte Hölle. Ich muss da irgendwo weiter. Ich weiß noch nicht richtig wo. Ich muss wahrscheinlich direkt an dir vorbeirennen. Dann kann ich mir eine mächtige Backpfeife hier abholen. Können wir denn bitte... Okay, du scheinst wegzugehen. Ich hoffe es, ey. Ich hoffe es. Okay, Freunde, ich kann jetzt leider die Taschenlampe nicht wirklich anmachen. Ich gehe mal geduckt. Du scheinst raus zu sein, mein Freund. Oh nee, du bist ganz in der Nähe. Okay, so mache ich am wenigsten Geräusche. Alter!
Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Das ist ein anderes Vieh, oder? Das geht ganz anders. Ja, geh mal bitte da um die Ecke, Kumpel. Geh mal da bitte um die Ecke. Oh, das ist ein bisschen laut, das ist ein bisschen laut. Oh, scheint die nicht weiter zu stören, oder? Okay, aber jetzt hier... Ah, hier haben wir keine Sackgasse da. Das ist ja mal ganz was Neues. Okay, okay. Alle Türen schön hinter mir zumachen, ne? Oh, das ist ein Loch, Alter. Hohoho. Da werde ich noch was anderes in meine Hand reinstecken. Komm her. Gib ihm, Baby, gib ihm. Ja, nicht so zögerlich. Kannst dich ruhig gehen lassen. Sehr schön. Wir sind wieder voll am Start. Wir müssen aber auch mit uns ein bisschen beeilen, oder? Gibt es hier diverse Franks, von denen ich wissen sollte? Einfach mal nein! Einfach mal nein! Einfach mal fucking nö! Alter, das ist ja absolut furchtbar! Also ich meine, ich bin echt an... Oh Gott, nein! Ich kann nur nichts machen. Es tut mir leid, Freunde, dass ich hier nur rumsitze. 20 Minuten lang, aber sorry. Ich bin da echt schon einiges gewohnt. Ich habe Outlast durchgespielt, das DLC. Ich habe so viele schlimme Horrorspiele gespielt. Ich habe so viele eklige Sachen gesehen, aber das ist absolut widerlich. Das ist übelst beklemmend, ey. Okay, okay. Was? Was? Was ist das? Oh, Lüftungsschacht. Ah, du kannst... Geh. Du kannst hier nicht rein, oder? Du kannst hier bitte nicht rein, Alter. Kannst du auch durch die Lüftungsschächte kriechen? Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Okay. Die Base kam. Oh Gott, doch. Du kannst, kann ich das zumachen? Kann ich das bitte zu? Nein. Dankeschön. Alter, er hat mich noch angeguckt. Alter, hier ist doch so ein Vieh, oder? Hier ist irgendwo doch so ein Vieh. Was haben wir hier? Was ist das? Alter, was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Wanst von irgendeinem übelsten, ekligen Fischding. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, das führt direkt auf die andere Seite wieder. Boah. Pfui Teufel! Schon wieder eine Sackgasse! Richtig cool! Was ist denn hier so... Alter, wo ist denn das? Wo ist denn das Vieh? Hallo? Kann ich das da einsperren, bitte? Oh nein. Freunde, ich weiß nicht... Ist da vorne, oder? Ich muss ein bisschen mutiger spielen. Sonst komme ich hier nie voran. Was ist denn das hier für eine Hölle, ey? Das führt mich über diverse... Diverse Wege, Alter. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Da. Kommen wir da her? Ich habe keine Ahnung. Fuck. Nee, da kommen wir her. Das gibt's doch wohl gar nicht. Oder doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hier die Tür, Alter. Alter, wo ist denn das Vieh? Ich sehe das nicht. Das ist wahrscheinlich völlig egal. Das ist da... Oh, Alter, ist das übel, ey. Es ist übelst finster. Oh Gott, da... Ist jetzt da? Kann ich jetzt hier... Ich kann da nicht... Kann da nicht gefahrenlos rein, oder? La 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 la. Keine weiteren Störungen. Okay, Freunde, sorry, wenn ich hier gerade ein bisschen ruhig bin, aber... Okay, hier haben wir noch ein Loch. Oh, das will ich dir aber nicht wegnehmen, okay? Du, mein Freund, brauchst auch noch ein bisschen Spaß. Oh, ich habe hier immer mega diese Wahrnehmungsverzerrungen, ey.
Okay, hier waren wir noch nicht, wie es aussieht. Hier können wir wieder rein in den Schacht. Und dann... Was zum Teufel? Nee, wir kommen... Hier kommen wir nicht raus, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Es weiß nicht, dass ich hier bin. Ich hoffe, es kann mich auch hier nicht orten. Irgendwie geräuschemäßig. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich kriege mal hier lang. Das sieht vielversprechend aus. Gut, das ist draußen, bitte. Lass es einfach mal draußen sein, bitte. Ist das eigentlich spannend? Oder mache ich mich gerade ein bisschen lächerlich? Okay, okay. Oh, hi. Überall werde ich von euch begrüßt. Warum habt ihr alle das Gleiche an? Ich will auch so eine Boots. Übrigens. Ihr braucht die doch nicht mehr, oder? Boah, ist aber eine hässliche Kartoffel. Ey, ist das krank. Das ist nicht wahr, oder? Das ist absolut nicht wahr. Oh, fuck you! Was zum verfluchten Teufel! Sind wir jetzt wieder hier? Tatsache? Ey, wir müssen da durch! Was glaubst du eigentlich, was ich hier versuche die ganze Zeit? Wo sollen wir denn sonst hin? Warte mal. Okay, hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Aber sind wir jetzt wieder... Dann sind wir auch nicht in einem der ersten Räume, oder? Ich habe hier keine Möglichkeit zu entkommen. Gehst du mal da bitte weg? Ich muss da durch. Ich bin autorisiert, hier durchzulaufen. Ja, du. Hallo? Wie locke ich denn das wieder weg? So? Warte mal. Ich muss das hier reinlocken, oder? Wenn ich das hier reinlocke, dann kann ich doch da ganz easy... Ach so, ich muss das hier drumherum locken. Ah, ich verstehe. Ich verstehe das. Und dann kann ich zumachen. Das ist immer noch nicht offen? Ey, du Großkotz. Komm doch mal rein. Komm mal, eine Teeparty-Feier. Oh, du siehst aber ganz schön mitgenommen aus, mein Freund. Was stimmt mit... Was ist denn mit dir passiert, ey? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Wow, du bist aber ein richtiger Schnellchecker, ey. Richtig geil. Okay. Okay. Ja, wir haben es geschafft, oder? Das war doch der Plan. Okay. Okay, da können wir nicht lang. Hier können wir lang. Aber es hätte eigentlich geklappt. Ich glaube, das war nicht so richtig ausbalanciert, diese ganze Aktion hier. Gerade, oh nein, nicht noch mehr, nicht noch was. Wie viele von diesen Dingern gibt's denn hier eigentlich? Oh, natürlich, ein Helm können wir uns aufsetzen und uns dran erfreuen. Kann er zumindest nicht unsere Schädeldecke aufessen. Sehr gut, Seth. Ja, und nu? Wieder eine große Sackgasse, oder? Okay, das Vieh kommt... Oh. Oh. Okay. Ja. Pump, Pump, Pump. Ah, okay. Und jetzt? Was haben wir denn jetzt geschafft? Wir haben irgendwas angemacht. Okay, aber... Irgendeine Tür vielleicht? Das wäre ja mal eine Maßnahme. Das Vieh kommt gleich wieder. Was soll ich denn machen? Wo soll ich denn hin? Können wir da jetzt raus? Fuck, Alter, du bist ein Arsch. Das riecht ja Arsch. Fehlen mir die Worte. Boah! Nö! Nein, 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 das machen wir mal nicht. Das machen wir nicht, oder? Ach, da ist die Tür. Da war eine verschlossene Tür. Ey! Großkotz! Komm mal her! Ich muss mal vor dir wegrennen. Du hörst mich nicht. Warte mal, kann man den Helm nicht schmeißen oder sowas? Kann man nicht irgendwas schmeißen? Alter, was ist mit der Performance los gerade? Sorry. Alter! Huh! Ja,
ja, Mama richtig, ja, Mama richtig, ja, Mama richtig, ja, ist richtig, ist richtig. Hast du gut gemacht, hast du richtig gut gemacht. Oh, jetzt kommen wir da rein. Sehr gut. Sicherheitstür aufgeschlossen. Oh, das klingt gut. Okay, okay, zu bitte. Frank, wir sind bald wieder bei dir. Oh, richtig klasse. Oh nee, jetzt bitte keine Jump-and-Run-Action, oder? Bitte nicht. Okay, liebe Freunde, wir sind ein bisschen über eine halbe Stunde. Alter, ich bin übelst schwitzig, ich bin mega aufgeregt. Und bevor der Typ mich jetzt hier besucht, würde ich sagen, beende ich mal diese Folge für heute hier. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben es gleich hier rausgeschafft. Wir sind bald in Richtung Omikron und dann wird sich, glaube ich, die Wahrheit dieses Spiels dennoch relativ bald entpuppen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, so rum. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfe. Bis dann, haut rein. Ciao.